Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe ein paar Streckenkreationen im Zuge unseres Streckentestformates hier aus der Community angeschaut haben, habe ich mir gedacht, machen wir weiter mit ein paar Community-Einsendungen. Diesmal allerdings nicht direkt mit Strecken, sondern mit Super 7 Herausforderungen. Deswegen ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ray testet deine Super 7 Herausforderung und wir beginnen auch direkt mit der ersten Einsendung, die kommt von Paladin Bear mit seiner König der Straßenszene und er hat Folgendes dazu geschrieben. Die Horizon-Straßenszene baut gerade um und erweitert ihr Festival nach Guanajuato. Um die Zuschauer ein wenig vom Geschehen abzulenken, soll der Superstar mit dem Elemento einmal schnellstmöglich nach oben fahren. Leider laufen auch in der Stadt gerade Umräumarbeiten, weswegen viele Straßen versperrt sind. Pass, sorry, dass die Zeit so knapp bemessen ist, habe es noch vor anzupassen. Okay. Ja, dann wird es ein bisschen schwieriger als wahrscheinlich nur Schwierigkeitsgrad normal, aber wir schauen einfach mal. Er hat gesagt, wir brauchen so ungefähr 3 bis 8 Minuten. Ich bin mal sehr gespannt. Kategorie ist festgelegte Strecke. Also, ja, schauen wir mal, wie ich mich da so anstelle. Ja, wir fahren nicht mit dem Königseck, wie wir gerade gelesen haben, sondern mit dem Elemento. Das hat auch keine Bedeutung, dass ich den Königseck hier ausgewählt habe. Ich dachte einfach nur irgendwie König der Straße. Und dann dachte ich, dann nehme ich ein Königseck. Das liegt so irgendwie nah. Ja, gut, sei es drum. Ja, wir geben natürlich den beigelegten Freigabecode ein. Da gehen wir übers Super 7-Menü rein. Und da können wir das Ganze hier auch eingeben. Und du kannst es natürlich auch sehr, 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 sehr gerne nachspielen. Und bei einer Herausforderung heute kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, sofern wir da hinkommen, ja, ist ja immer auch Gesetz des Falles, dass ich überhaupt die Herausforderung schaffe heute. Aber sollten wir da hinkommen, bei einem muss ich dann sogar auch eine Spoilerwarnung aussprechen. Zumindest mal hat der Ersteller eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Aber da sind wir noch nicht. Deswegen erstmal das und dann haben wir noch ein paar andere vor uns. Denn ich weiß ja selber nie, wie lange ich tatsächlich brauche für so eine Super 7 Herausforderung. Es kann ja sein, dass ich das First Try schaffe. Es kann aber auch sein, dass ich da deutlich länger brauche. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Wir fahren mit dem Sesto Elemento in der Forza Edition, wie wir sehen. An den Reifen und am Nummernschild erkennt man es. Und wir haben direkt, eine Wegblockade, wenn ich das richtig sehe am Start. Okay, das ist natürlich cool. Okay, gleich mal links fahren. So, Gas zum Zielort. Okay, okay. Dann nutzen wir mal die Rampe. Geht auf jeden Fall aber gut actionreich los. Okay, ich kann auch die Kamerasicht nicht ändern. Ich wollte gerade sagen, warum ist die Kamera auf weit gestellt. Aber die ist festgelegt, die Kamera. Okay. Das würde ich allerdings, ehrlich gesagt, nicht machen. Also an Paladin Bear. Also wenn du jetzt nicht sowas Spezielles wie Cockpit-Sicht vorhast, würde ich sagen, würde ich das eher freilassen mit der festgelegten Kamera. Weil vielleicht nicht jeder Fan davon ist oder so. Es sei denn, du hast jetzt... Okay, das ist krass. Dass ich jetzt natürlich... Oder soll ich da so weit drüber fliegen? Moment, vielleicht soll ich sogar so weit drüber fliegen. Probier's mal. Aber ich glaube eher nicht, oder? Ich könnte jetzt da hinten hin und dann wäre ich auch schon im Ziel. Aber ich glaube, das ist nicht die Idee dieser Challenge, ne? Ich meine, er hat extra 40 km/h Schilder aufgestellt. Also von dem her bremsen wir da mal hart an. Jetzt vielleicht nicht 40 km/h, aber... So. Nee, aber wie gesagt, ich würde das eigentlich dem Spieler eher freilassen. Es sei denn, eben, es hat jetzt einen genauen Grund. Dann darfst du gerne. Darfst du gerne den begründen. Wo ich es mir jetzt schon verbremst habe, weiß ich halt nicht, ob ich das schaffe, wenn er meint, es ist knapp bemessen. Ich bin sehr gespannt. Ich versuche jetzt einfach immer wieder zurück zur Route zu kommen, es sei denn, dass der Weg ist blockiert. Heißt es auch, ich soll da lang fahren, dann mache ich das mal. Ja, ist das jetzt schlau gewesen? Eigentlich nicht, ne? Was ich hier mache. Ich hätte... Ja, egal. Ja, super. Das war blöd. Das war doof. Oder sein, man könnte eh hier nicht reinfahren. Doch, man könnte hier reinfahren, oder? Er sagt zwar Stopp, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Ich glaube, es blockiert irgendwas. Scheiße. Ja, da bin ich ein bisschen neugierig, ja? Ich will auch natürlich schauen, ob das wirklich so ist. Ich meine, er warnt ja davor, hey, fahr nicht rein. Aber der Ray muss es natürlich trotzdem tun, ne? Okay,
Okay, und da links geht auch nicht, deswegen kommen wir jetzt hier mal weiter. Also es gibt schon, glaube ich, so vom nur diesen einen Weg, den man tatsächlich fahren soll. Wenn ich das richtig jetzt verstehe. Wie gesagt, der eine Sprung würde wahrscheinlich auch noch gehen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ah ne, man soll sogar da drüber springen. Okay, das ist zu weit. Oh, verdammt. Okay, man muss einerseits da drüber, aber andererseits auch nicht. Wobei, man kann außen rumfahren, sehe ich gerade. Egal. Ich schaffe das auch. Okay, das ist zu weit. Zählt es trotzdem? Nee, zählt nicht. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen experimentierfreudig. Aber muss ja auch sein, oder? Man muss ja auch die ganzen Herausforderungen auf Herz und Nieren testen. So, jetzt kommt. Nee, komm, nein, nicht drüber. Oh, warum fliegt der denn auch so? Das jetzt perfekt ausgedeichselt habe, wie ich da fliegen soll, mache ich einfach den Reverse Exit, nenne ich den jetzt einfach mal. Ja. So, okay, ja, vielen Dank für die Einsendung. Wie gesagt, das, was ich jetzt vielleicht ändern würde, wäre tatsächlich die nicht die geforste Kamera, das würde ich ändern. Und ansonsten coole Idee auf jeden Fall, vielleicht, wenn du sagst, dass da noch Umräumarbeiten sind, vielleicht eher so mit Baustellenobjekten arbeiten, wie wir das ja schon oft gesehen haben, ne, dass man tatsächlich sehr viele Baustellen, ja, Objekte sieht, ne, so diese Rohre, Bagger und so weiter, statt jetzt wie Tribünen und so weiter. Aber ja, das ist jetzt nur, um das in die Story besser vielleicht einbinden zu können, aber ansonsten eine coole Einsendung, hat auf jeden Fall einige lustige Momente schon mal beschert. Mal gucken, was uns beim nächsten erwartet, und da haben wir tatsächlich eine Premiere. Die kommt nämlich von Ole Wennerson, und schauen wir beim Schwierigkeitsgrad. Die erste, so wie ich mich jetzt richtig erinnere, Dark Souls. Ja, Schwierigkeitsgrad-Einstellung und oder Einsendung. Und er hat Folgendes dazu geschrieben zu seiner 1000 Meter Airlines. Hallo Ray, ich habe mich immer gefragt, wie manche es hinbekommen, am alten Flugplatz das Gefahrenschild mit über 1000 Meter zu schaffen. Ich habe es versucht und auch fast geschafft. Hierzu war aber eine kleine Modifikation nötig. Ich hoffe, du kannst den Flug genießen. Viele Grüße und einmal vielen Dank für deine kurzweiligen Videos. Ole Wernersson. Ja, gern geschehen und danke für deine Einsendung. Ich bin sehr gespannt. Er sagt, man braucht eigentlich nur eine Minute, wenn man es schafft. So, nur ob ich es schaffe, das ist jetzt die Frage. Vielleicht sehen wir auch nur noch diese Einsendung heute, weil Dark Souls bedeutet ja wirklich, da scheiterst du ganz, 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 ganz oft dran. Der höchste Schwierigkeitsgrad, den ich tatsächlich ja, euch zur Verfügung stelle, anzugeben. Natürlich ist es immer am eigenen Ermessen, den Schwierigkeitsgrad zu wählen. Aber wenn er sich schon bewusst dafür entscheidet, den hierzu anzugeben, dann erwarte ich jetzt wirklich was ganz, ganz Schwieriges. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. So. Ja, da haben wir doch Königsegg. Ja? Nicht den, den ich jetzt gerade gewählt habe, aber da bleiben wir doch im Thema. So, ich bin gespannt. Okay, also ist auf jeden Fall ein Speed-Tuning drauf. Das sieht man schon direkt am Rake. Ich meine, ich habe ja auch so ein Speed-Tuning gemacht für den Königsegg, wo er dann nicht ganz die 500 km/h schafft, aber ohne Glitch, ohne irgendwas, schafft er dann trotzdem sehr, sehr viel. Sehr viel Wheelspin. Jetzt habe ich Grip. Okay, also 900, also wenn es jetzt der ganz normale Gefahrensprung ist, er hat ja auch übrigens Gefahrenschild als Ding angegeben, dann bin ich mal sehr gespannt. Ah, okay, er hat so ein Sprungdings gemacht. Aber hilft das jetzt wirklich? Oh, das sieht nicht gut aus. Ja. Das hat schon mal nicht gereicht, würde ich sagen. Okay, also das müssen wir nochmal neu machen. Aber dieser Sprung, dieses Sprungdingens da, was er da platziert hat, ich glaube nicht, dass das hilft, oder? Also ich probiere es noch einmal normal, aber ich habe eher halt das Gefühl, dass das Ding mich komplett aushebelt. Außerdem, das habe ich auch schon probiert mit meinem Speedtuning, das ist tatsächlich nicht so geil. Also weit zu kommen, weil der halt sich genau das passiert, dass so eine Art Backflip passiert. Was hier jetzt ja auch passiert ist. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob wir da jetzt irgendwie
noch besser hinbekommen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mir nicht hilft. Na, wobei doch, jetzt geht's weit, aber ich habe halt das Problem, die Landung wird halt nicht klappen, ne? Oder? Zählt die? Ich weiß halt nicht, wie weit ich springe. Das sehe ich nicht. Ich glaube, ich muss die Dinge aktivieren, ne? Die, die habe ich jetzt nicht an. Das macht es, glaube ich, ein bisschen spannender. So, okay. Also, die ersten zwei Mal ist kein Mal, ab dem dritten Mal zählt, wurde mir gesagt. So, ich mache es noch einmal normal und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich kann mir halt vorstellen, dass diese Landung zu hart ist. Wie schon jetzt gerade eben erwähnt, bei diesen Speed-Tunings, so ist es zumindest mal auch bei meinem. Vielleicht ist es sogar auch meins, ich weiß es nicht, ob Ole sich dann bei meinem Tuning bedient hat, I don't know, oder ein eigenes gemacht hat. Das kann ich jetzt schlecht urteilen. Ist es halt so, wie gesagt, dass du immer diese Rückenlage bekommst und dann macht es das Landen halt super schwierig. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt noch einmal ganz normal drüber, ansonsten würde ich es nachher mal versuchen, eben nicht über das Sprungpad zu fahren, wenn das irgendwie gelingt. So, jetzt haben wir auch die Anzeige da unten. Richtigen Controller vibrieren wie irre. So weit kommen wir schon. Ach, guck mal, da ist nochmal Sprung. Ah, das sehe ich erst jetzt. Das sehe ich erst jetzt. Er hat nochmal so Sprungpads gebaut. Ah, I see, okay. See what you did there. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich mit dir, ich habe eine kleine Hilfe geschaffen. Okay, aber dann muss ich das erste Sprungpad, würde ich trotzdem versuchen, etwas, weiß nicht, will ich das schaffen? Weil du springst ja, du wirst ja leicht hochgeboostet vor der eigentlichen Rampe. Das heißt, du fährst die Rampe ja gar nicht richtig komplett, habe ich so das Gefühl. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob man es schafft, dran vorbeizufahren. Aber das Ziel ist ja jetzt tatsächlich... auf diese anderen Dinge zu landen. Aber da muss ich leicht seitlich, glaube ich, fahren, oder? Weil die waren ja ein bisschen so drüben. Also ich probiere es jetzt nochmal mit dem Sprungbrett auf diese Dinger zu kommen. Problem ist, treffe ich die? Ich weiß ja nicht, wie weit rechts muss ich denn? Sieht aber eigentlich ganz okay aus, aber die Landung wird halt verkackt sein, oder? Okay, das taucht wieder neben. Zurückspulen darf ich nicht, ist okay. Okay, ein bisschen weiter rechts rüber. Also ich würde drauf landen, ich weiß allerdings nicht, wie das drauf reagiert, weil ich mit so einer krassen Rücklage komme. Eventuell muss ich auch ein bisschen abbremsen. Das weiß ich jetzt halt auch noch nicht. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Das ist aber, wie gesagt, er sagt ja Dark Souls, das heißt... Wir wissen alle, es wird ein paar Versuche brauchen. Trial and Error ist hier natürlich das Ziel. Okay. Das Problem ist, ich weiß jetzt halt nicht, wie weit ich nach rechts rüberfahren soll. So, ist das alles schon zu weit? Ich weiß es nicht. Das sieht diesmal aber, glaube ich, ganz okay aus. Aber bin ich zu weit jetzt? Oh, jetzt bin ich zu weit. Als ob ich das überspringe. Okay. Okay, I see. Also ich glaube, ich muss doch ein bisschen abbremsen. Ein bisschen abbremsen. Auch einfach, um vielleicht diese Rückenlage nicht zu haben. Ja, wir werden sehen. Okay, also das vielleicht nimmt das wirklich jetzt die ganze Folge ein. Mal schauen. Oh, ich bin gespannt. Bin gespannt. Immer die Gefahr, wenn so eine Einsendung kommt. Aber das ist ja dann auch das Coole daran. Okay. Ich glaube, der Winkel hat schon mal gestimmt. Jetzt muss ich nur... Ich weiß nicht, soll ich bremsen oder soll ich abrollen lassen? Das ist jetzt die Frage. Bremse mal. Aber jetzt bin ich zu weit links wieder, ne? Ja. Aber... Jetzt bin ich, glaube ich, auch zu kurz. Es hätte auch nicht gereicht, wahrscheinlich. Oh, schwierig, ey. Also da jetzt den perfekten Winkel, weil er es halt nicht gerade gelegt hat. Er hat es einfach nach rechts gelegt, was es halt noch mal schwieriger macht. Ne? Er hat es nicht einfach, wenn ich gerade abspringen würde, in den Weg gelegt, sondern es ist einfach weiter rechts. Das heißt, auch das macht es halt noch mal schwieriger. Das heißt, ich brauche den richtigen Winkel, ich brauche die richtige Geschwindigkeit, wahrscheinlich eben nicht diese Rückenlage. So, vielleicht sollte ich mir einfach auch Geschwindigkeiten merken. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich gewisse Geschwindigkeiten anstrebe. Dass ich sage, okay, die Geschwindigkeit, die reicht, um da hinzukommen. Deswegen, das ist jetzt eine gute Frage. Okay, es war jetzt so ungefähr bei 420, würde ich behaupten, als ich
dann abgesprungen bin. Aber das könnte reichen. Jetzt bin ich zu weit rechts, oder? Ja, jetzt. Shit. Shit, shit, shit. Mann, Mann, Mann. Okay. Also, vielleicht ein bisschen schneller. So 440 vielleicht. Ich meine, ich könnte es auch probieren, ohne Bremsen, sondern einfach nur die Geschwindigkeit zu halten. Aber ich habe halt echt Angst wegen der Rückenlage. Wenn ich damit mit dem Hinterteil aufkomme, ich glaube, dann ist der Gefahrensprung auch direkt abgebrochen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, wie das Spiel darauf reagiert, auf diese Sprungpads. Also das ist schon echt... So, ich gehe jetzt schon ein bisschen vom Gas. Ja, ich krieg trotzdem diese Rückenlage. Das ist halt, liegt einfach an diesem Tuning auch. Das ist wieder zu weit rechts jetzt, ne? 440 würde, glaube ich, passen. Also 440. Jetzt gucken wir mal, wie das mit der Rückenlage ist. Ich will das erstmal einmal probieren, auf jeden Fall. Wie es ist, wenn ich da lande, trotz Rückenlage. Ob es abbricht oder was dann passiert. Ob es mich nach hinten bounced, I don't know. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir eine nächste Challenge auf jeden Fall noch in dieser Challenge entsprechend diese Rückenlage zu entschärfen. Aber ja, ich kann schon verstehen, warum er Dark Souls gesagt hat, weil das wirst du halt never ever first try schaffen können. Es sei denn, du hast Glück aus der Hölle. So, also versuchen wir nicht ganz so viel Winkel zu fahren. 40 war, glaube ich, ganz cool. Jetzt bin ich wieder zu weit rechts. Okay, jetzt habe ich zu weit rechts, oder? Der kommt noch relativ... Oh, jetzt bin ich zu schnell. Hä? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich fast schon... So schon fast auf 1000 geschafft. Why? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum bin ich jetzt so weit geflogen auf einmal? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht, weil das erste Sprungpad besser ausgelöst wurde? Also, wie gesagt, das Sprungpad auf der ersten Rampe finde ich ein bisschen... Ich glaube, das zerstört mehr, als dass es hilft. Kann das sein? Weil jetzt hatte ich so das Gefühl, also, beziehungsweise was heißt das Gefühl? Also ich würde erklären, dass ich jetzt weitergekommen bin, obwohl ich jetzt nicht Vollgas drüber geschleudert bin, weil ich diesmal nicht quasi an, also dass es nicht so, ja, komisch gebounced ist oder kollidiert ist oder wie auch immer. Zu weit links oder was? Komm, diesmal muss es klappen. Oh nein! Och man, das gibt's doch nicht. Warum hättest du die Dinger nicht einfach geradeaus legen können? Warum musstest du die so weit nach rechts legen irgendwie? Oder muss ich einfach nur ganz rechts anfahren und dann klappt's? Ich weiß es gar nicht. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Komm, die Zeit nehmen wir uns. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich sind es heute nur die zwei Einsendungen, weil ich an der jetzt scheide, aber dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Probieren wir es einfach mal aus, einfach rechts zu fahren. Rechts wie möglich. Vielleicht muss ich gar nicht dieses von links nach rechts fahren, sondern einfach nur auf der Rampe ganz rechts sein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so ist. So, dann mal 130 so knapp. Ja, und dann haut es mich hier so rüber. Okay, also das ist auch ganz entscheidend, mit welchem quasi, wie zentral ich das Sprungpad treffe oder nicht. Also das ist auch entscheidend. Vielleicht deswegen bin ich vorher weitergesprungen, weil ich das Sprungpad dann tatsächlich mal komplett mittig getroffen habe. Okay, also das heißt, wir müssen es komplett mittig treffen. Wir müssen leicht, aber trotzdem dann einen Rechtsstrahl hinbekommen. Oh Gott, okay, I see. Das ist gar nicht so ohne. Das ist wirklich nicht einfach. Dass ich auch nicht zurückspulen darf und immer wieder neu anfahren muss. Macht es auf jeden Fall nicht leichter. Ich muss mal so. Jetzt bin ich, glaube ich, zu schnell wieder, ne? Ja, jetzt bin ich zu schnell und wahrscheinlich zu weit links. Ja. Weil zu schnell ist es, oder? Es würde sogar passen, aber ich bin natürlich wieder zu weit links. Ah! Also in die Mitte hättest du es schon legen können, finde ich. Es ist schon eine Challenge genug, finde ich, da das alles richtig zu timen. Und wenn das jetzt wirklich so ist, dass die Rückenlage mir das komplett zerstört, ja, dann RIP.
Dann glaube ich, werde ich das nicht schaffen heute. Aber dann muss ich ja wirklich sagen, dann ist es auch Dark Souls, weil dann musst du halt echt super, super oft das versuchen. Aber cool, ist ja halt einfach mal eine Trick-Challenge auch irgendwie. Jetzt ist die Rückenlage, denke ich immer, nicht zu krass, aber dann guck mal, wie er das sich nach hinten wegdreht. Ja, und jetzt bin ich zu weit rechts wieder. Naja, ganz knapp, guck mal, wie knapp ich dran vorbei bin. Ey, das ist super schwierig, ey. Das ist ja, weil das so schnell ist, ist ja jede Mühabweichung im Lenkwinkel bei der Rampe, macht da ja natürlich, weiß ich, wie viele Meter aus. Und die Landefläche ist jetzt auch nicht die riesigste, ne? Und wer sagt, dass wenn ich da drauf lande, dass es dann reicht? Vor allem, was ist, wenn ich dann nachher bekackt auf dem Boden lande? Also, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Halt schwierig, das auch richtig zu timen. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu weit links, oder? Jetzt bin ich zu langsam vor allem. Guck mal, wie der sich nach hinten dreht. Das kann, also wenn ich so lande, kann das gar nicht klappen. Das ist echt krass. I don't know. Also, vor allem die Rückenlage ist so unterschiedlich. Manchmal ist sie ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber sie ist auf jeden Fall immer da, weil es halt einfach... Aber da muss ich auch wirklich sagen, auch das kommt nochmal dazu, dann ist eigentlich so ein Highspeed-Tuning auch Quatsch. Oder? Also dann hätte der normale Jesko ja auch gereicht, weil der schafft die 440 ja auch locker. Und dann hättest du eher halt ein Tuning, was sich nicht so nach hinten legt. Ich meine, gut, klar, ist halt natürlich ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Aber, pff. So, egal. Ich probiere jetzt nochmal und dann versuche ich jetzt doch mit Anbremsen vielleicht das eher zu schaffen, weil... Aber selbst mit Anbremsen werde ich die Rückenlage nicht wegbekommen. Guck mal an, das Ding dreht sich komplett nach hinten weg. Das sieht aber diesmal gut aus, oder? Komm. Ja, yes, genau das ist passiert. Okay, das werde ich nicht schaffen. Safe nicht. Also, sorry an Ole. Also, du musst es ja wohl mal geschafft haben, sonst hättest du das ja, glaube ich, nicht, nicht erstellen können. Aber das werde ich niemals schaffen. Also, ich kriege ja die Rückenlage vom Fahrzeug nicht weg. Und ich muss quasi einen Sprung schaffen, wo ich diese Rückenlage nicht habe. Plus noch das Ding erreichen. Plus nochmal dann nachher auch landen, sodass es keine Bruchlandung ist. Das sehe ich als fast nicht möglich an, wenn ich ehrlich bin. Das war ich ultra langsam. Gucken, ob es trotzdem reicht. Nee. Aber ich krieg trotzdem, guck mal, ich krieg. Also. Pff. Also ich habe, glaube ich, noch keine Landung hinbekommen, wo es nicht auch ein Fehlschlag gewesen wäre. Und wie gesagt, ich muss ja auf diesen Sprungpads auch so landen, dass es nicht da auch schon abbricht, weil das ja auch als Kollision zählt. Zumal ich mich auch frage, ehrlich gesagt, bricht ja das, also zählt es dann noch in der Luft oder bricht ja das dann nicht auch sogar ab mit den 1000? Das ist halt die Frage der Fragen. Das Problem ist, die Bremse ist auch nicht sehr frontlastig. Das heißt, der beim Bremsen geht er auch nicht nach vorne. Ne, keine Chance. Das wird so nicht klappen. Also ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie kriege ich das Fahrzeug denn sonst stabil? Also das Problem ist halt, dass dieses Setup von der aerodynamischen Balance halt auch so ausgerichtet ist, dass da super viel, also dass das Verhältnis halt überhaupt nicht stimmt. Das heißt, das wird mich immer nach hinten weg. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst schaffen soll. Oder ist da irgendein Trick, den ich noch nicht gesehen habe? Und ich versuche es die ganze Zeit krampfhaft über die Rampe und doch, ich muss es ja über die Rampe machen, weil ich muss es ja darüber auslösen. Wie gesagt, ich könnte jetzt halt versuchen, am Sprungpad vorbeizufahren, aber ich glaube, das wird auch nicht gelingen. Denke ich mal. Weil das schon sehr breitflächig aufgebaut ist hier. Nee, bleib ich hier dran hängen.
Das Sprungpad wird mich halt immer... Immer. Also es ist super. Also könnte man vielleicht schon schaffen dran vorbei, aber ich weiß halt nicht, in welchem Winkel das noch okay ist und es nicht auslöst. Boah, schwierig. Aber wie schon gesagt, das Sprungpad wird mich doch immer... Ich meine, die Rampe wird mich doch immer in Rückenlage bringen. Ich krieg das Fahrzeug doch niemals im Gewicht nach vorne gedrückt, oder? Oder muss ich halt es so geschickt anfahren, dass ich es übers Sprungpad schaffe? Also, das ist bestimmt auch eine Herausforderung, die den einen oder anderen Zuschauer bestimmt jetzt reizt, selber mal zu probieren. Ich gehe auch davon aus, dass ich es nicht schaffe in der Folge, aber das ist dann halt so. Aber ich finde auch, ich weiß nicht. Einerseits klar, es ist schwierig, andererseits finde ich es aber auch nicht perfekt ausgetüftelt, muss ich leider sagen. Ja, das ist wieder eine komplette Rückenlage. Und wenn ich so aufkomme, ist es auch auf den Sprungdingern, würde das nichts bringen. Also, es bringt ja nichts. Also, ich komme einfach übelst in die Rückenlage. Wir sind ja nicht bei GTA, dass ich in der Luft auch steuern kann, falls es jemand meint, ich müsste in der Luft irgendwas machen. Höchstens, ich gebe die ganze Zeit Vollgas und durch die Rotation des Hinterrades gibt es da irgendwie einen Luftspin, aber ich glaube, das wäre komisch, wenn das so wäre. Ich stehe hier wie so ein Space Shuttle in der Luft, also. Okay, also ich glaube, ich mache jetzt noch den einen Versuch, aber ich glaube, ich, ja, bricht es ab, weil das sehe ich nicht als machbar. Zumindest mal nicht mit diesen Zusatzpads. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen, ich versuche jetzt noch einmal den Alternativweg, aber auch der wird wahrscheinlich nicht gelingen. Und zwar einfach Vollgas. Voll drüber, voll über die Mitte. Aber auch blockiert, glaube ich, wieder wird es nicht. Gelingen. Nee, da komme ich nicht mal auf 900 Meter. Also wie gesagt, ich bin vorher ultra langsam drüber gefahren, da kam ich weiter. Aber, nope. Also, ich sehe da leider keine Möglichkeit, das zu schaffen. Sorry, da gebe ich mich geschlagen. Tatsächlich. Ich gebe trotzdem ein Like natürlich fürs Einsenden, aber, ich finde, da sind zu viele Schwierigkeitsgrade drin. Also wie gesagt, dieses Sprungpad auf der Rampe, was ich glaube, was nicht hilft, was es nicht besser macht. Dann ein Setup, was halt so rückenlagig ist, als dass die Landung wohl nie gelingt. Dann die Sprungpads, die in der Luft sind, die, finde ich, wenn man sie tatsächlich mitnehmen muss, zu weit rechts sind. Also es sind ganz viele Faktoren, die das halt ultra schwierig machen. Und klar, irgendwann wird man es schaffen, aber... Dann ist halt die Frage, ist es dann einfach nur Glück oder ist es auch ein bisschen Skill so? Und dann muss ich schon sagen, dann ist es nicht Dark Souls, dann ist es halt eher unfair. So, dann ist es Schwierigkeitsgrad unfair, weil es, man kann es halt, finde ich, nicht mit gezielten Schritten angehen oder so. Bei Dark Souls ist ja auch so, wäre ja so ein Lernprozess dabei. Aber ja, trotzdem danke für die Einsendung. Kannst ja gerne auflösen, wie man es richtig macht oder ein Video nachträglich einreichen, wie du es geschafft hast. Aber so finde ich es tatsächlich sehr, sehr schwierig. So, egal. Ich mache jetzt trotzdem noch einmal eine Einsendung. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, auch wenn das anscheinend eine schwierige Einsendung ist. Und zwar kommt die von Anton mit seiner Rally Stage im Ford GT70. Und er hat tatsächlich gar nichts dazu geschrieben. Ist eine festgelegte Strecke. Wir gucken es uns einfach an. Und dann haben wir immerhin noch 3 Einsendungen geschafft. Und tatsächlich die Einsendung, wo es einen Spoiler-Alarm gibt, die kommt dann nicht dran. Die wäre nämlich, würde erst danach dran kommen. Würde auch ein bisschen länger gehen. Die kommt dann einfach bei der nächsten Super 7-Ausgabe dran. So, ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich denke, es ist okay, wenn ich es dann irgendwann doch abbreche.
Weil ich hätte das Gefühl gehabt, ich hätte es noch eine Stunde wahrscheinlich so weitermachen können. Das hätte nie geklappt. Also das glaube ich nicht. Weil ich habe jetzt auch kein Mittel gefunden, wie ich diese Rückenlage von Jesko wegbekommen hätte. Weil Anbremsen hat nichts gebracht. Und deswegen, ja, I don't know. So, okay. Also, soll eine Rallye-Stage sein, ist weniger eine Herausforderung. Er sagt trotzdem, dass es schwer ist. Okay, das weiß ich nicht. Vielleicht durch die Zeitbegrenzung. Okay, er hat so eine richtige Rallye-Etappe gemacht. Hier so mit dem Start und so weiter. Sehr cool. Ja, gucken wir mal. 4 Minuten 20 Zeit. So ein bisschen längere Folge, aber ich glaube, ein bisschen darf jetzt auch noch was anderes gezeigt werden am Ende. Fährt sich aber sehr gutes Fahrzeug. Spaß, sieht auch wirklich aus wie so eine Rallye-Etappe gerade. Denn nur noch der Co-Pilot, der ein paar Sachen ansagt. Frag mich halt, ob die Zeit halt super eng bemessen ist oder nicht. Weil wenn er sagt schwierig, dann erwarte ich ja jetzt schon, dass da jetzt noch eine krasse Herausforderung dabei ist, indem zum Beispiel die Zeit vielleicht zu knapp ist oder so, dass ich, wenn ich mir jetzt zu viele Fehler erlaube oder zu sehr rumbummel, dass es am Ende dann nicht reicht. Aber sieht sehr cool, es sieht super authentisch aus wie so eine Rallye-Etappe auf jeden Fall. Mit den Schildern, mit den Zusatzsachen. Finde ich sehr geil. Das sind natürlich jetzt nicht viele Elemente, aber hey, Rallye-Etappen haben ja auch nicht viele Elemente abseits der Strecke. Von dem her finde ich das super authentisch, mega geil. Klar, dass du keinen Text dazu geschrieben hast, aber ja, man kann es sich ja schon denken. Der Titel sagt alles so nach dem Motto, ne? Vielen Dank auf jeden Fall. Also Hinterradantrieb, Rallye-Autos machen auch Bock. Also wenn die ordentlich aufgebaut sind, eine ordentliche Basis bilden, dann sind die schon ganz geil und der macht schon echt Bock. Der hat gut Grip. Das Asphalt liegt auch ein bisschen, sehr cool. Okay, da geht's lang. Wollte zu sehr auf dem Asphalt bleiben. Man sollte sich halt nicht so auf den Radar verlassen. Das ist halt bei der festgelegten Strecke immer so eine Sache. Jetzt einfach mal über die Wege hier zu halten. Ja, aber das wäre echt eine geile Rallye-Etappe, muss man schon so sagen. Oder? Also ich finde es auch so, es ist von der Szenerie, wie er das umgesetzt hat, mit diesen paar Elementen und so. Das wirkt wie so eine richtige Rallye-Etappe. Finde ich richtig nice. Das mal nicht komplett verbremsen würde. Aber da fehlt dann halt einfach der Ansager, der aus dem Gebetsbuch da ein paar Sachen sagt. Hier ein paar Nummern droppt. Aber geil, gefällt mir super, super gut. Also solche Sachen gerne auch mehr. Finde ich geil. Kommt echt so ein bisschen Rallye-Feeling auf. Mehr als bei den tatsächlich Rallye-Strecken oder so. Sehr cool. Geil. Gefällt mir richtig gut. Danke, Anton. Schwierig war es jetzt nicht, würde ich sagen. Also Schwierigkeitsgrad hätte man jetzt einfach auch normal machen können. Klar, die Etappe hat schon seine Ansprüche. Aber jetzt so Schwierigkeitsgrad im Sinne von, was in dem Format unter Schwierigkeitsgraden verstanden wird, ist es jetzt hier nicht. Ich habe es jetzt First Try geschafft. Und ich glaube, von der Zeit her hätte auch jeder weitere das wahrscheinlich auch geschafft. Also deswegen, normal hätte wahrscheinlich jetzt besser gepasst, aber sei es rum, ja. Mega, mega geil auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall für die drei Einsendungen heute, für Paladin Bär, für Ole und für Anton, für eure Einsendungen. Oder an euch für eure Einsendung, so rum. Ja, Ole, wie gesagt, du bist mir da noch eine Auflösung schuldig, wie man es löst. Vielleicht gibt es da auch einen Trick, den ich einfach nicht gesehen habe. Deswegen, ich will da auch nichts schlecht beurteilen.
Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Ich gebe mich geschlagen der 1000 Meter Airlines-Strecke und mal gucken, was uns noch so erwartet und was in Zukunft vielleicht noch kommt. Aber wie gesagt, eine Bitte hätte ich, also auch wenn ihr Dark Souls angibt, es soll halt schon noch mit etwas, wenn es auch Tricks sind, machbar sein. Aber wenn es halt unfair ist, dann ja, hat es halt nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun, sondern es ist halt unfair und dann ist es halt irgendwie dem Glück geschuldet und das ist dann ja auch nicht so cool. Egal, sei es drum, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Macht's gut und bis dann. Ciao.